Und mal da reingucken, würde ich mal sagen. Verstärken. So. Zugriff gewährt. Ein Stoppum haben wir erhalten. Danke. Ein PDA bestimmt mit seinem Passwort. Aha. Okay. Oh, hier ist ein E-Book. Das könnt ihr euch bitte selbst durchlesen. So, also ab hoch zu Seraph. Hoch ist gut. Versuchen wir es. Wieso habe ich zwei Punkte auf der Karte? Beide. Der ist weiter oben. Was ist das hier? Seraph im Penthouse melden. Und was ist das? Seraph, mit der sich als Lücke konfrontieren. Ja, da gehe ich einfach. Oh, falscher. Ich wollte den Aufzug nehmen. Wie wär's denn mit dem hier? Oh, hi. Ich würde gerne den Aufzug nehmen. Danke. Immer wieder gern Schnäckchen. Kennst ja, wir schnacken ein bisschen. Ich würde gerne nachladen, aber das kann ich bei den Seraph Industries nicht machen. Ich habe den Tipp gekriegt, nur mal so, dass ich mir einen Raketenwerfer in Shanghai kaufe. Ich starte das Spiel kurz noch. What the fuck? Da waren die Menschen weg. Verzeihung. Mr. Jensen, nicht wahr? Ja. Sir, müssen Sie nicht zu diesem Wohltätigkeitsdinner? Ich komme sofort, Isis. Ich hatte gehofft, Sie zu treffen, Mr. Jensen. Taggart? Bill Taggart. Gründer der Humanitätsfront. Ich weiß, wer Sie sind. Ja. Ja, das dachte ich mir. Als bester Sicherheitsmann von David Seraph haben Sie vermutlich eine dicke Akte über mich. Aber ich versichere Ihnen, Mr. Jensen, ich bin von den jüngsten Ereignissen erschüttert. Ach. Ach. Was Sie und Ihr Unternehmen der Menschheit antun. Ich halte es für äußerst gefährlich. Aber die Ächtung von Humanoptimierungstechnologien muss auf legalem Wege erreicht werden. Ich werde es mir merken. Heute ist Ihr erster Arbeitstag seit dem Unfall vor 6 Monaten. Richtig? Sir, wir müssen gehen. Was mir passiert ist, war kein Unfall. Ah, mein Fehler. Aber es muss belastend gewesen sein, so kurz danach ein zweiter Zwischenfall. Sicher wurden dadurch einige böse Erinnerungen geweckt. Warum redet der so eine Scheiße? Ich weiß Ihre Sorge zu schätzen, Mr. Taggart, aber ich habe alles im Griff. Ich bin Psychologe, Mr. Jensen. Ich erkenne, wenn sich ein Mann etwas vormacht. Wunden heilen, aber die Seele ist nicht so robust. Daran sollten Sie immer denken. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden. Das würde ich eigentlich gerne wissen. Okay. Natürlich. Auf Wiedersehen, Bitch. So, ab zu Taggart. Wir haben auch gerade mit Taggart geredet. Boss, wir müssen reden. Stimmt was nicht? Ich bin nicht sicher. Haben Sie einen privaten Zugang eingerichtet, der die Firewall des Unternehmens umgeht, bevor Sie mich angeheuert haben? Wie bitte? Pritchard sagt, dass jemand damit auf unsere Systeme zugreift, und zwar schon vor dem ersten Angriff. Unsere Sicherheitsmaßnahmen haben das nie unterbunden, weil wir nicht einmal wussten, dass es diese Hintertür gibt. Oh, verstehe. Aber Frank hat das in Ordnung gebracht, oder? Jetzt schon. Aber er fragt sich, warum Sie das nie erwähnt haben. Frank ist paranoid, Adam. Das wissen Sie doch. Kann ein vielbeschäftigter Mann nicht auch mal was vergessen? Der verbirgt Sie haben was. Extrem viele Daten durch dieses Portal geschleust, Boss. Unmittelbar bevor Sie mich an Bord geholt haben. Pritchard mag paranoid sein, aber ich gebe zu, ich frage mich auch, was das für Daten waren. Sicher. Als ehemaliger Cop müssen Sie das wohl. Aber wichtig ist nur, dass Sie das Loch gefunden und gestopft haben. Wir sind jetzt sicher. Und die Informationen aus der FEMA-Anlage bringen uns vielleicht auf die Spur dieser Kerle.
Wir sollten uns auf wichtige Dinge konzentrieren. Sie haben diese Sache hinter meinem Rücken durchgezogen, Boss. Bei allem Respekt. Ich soll hier für Sicherheit sorgen, aber wie soll das gehen, wenn Sie nicht ehrlich zu mir sind? Warum denn so abweisend? Ich sage doch nur, dass wir nach vorn schauen sollten, Adam. Nicht zurück. Der verbirgt das. Schön, ich habe Ihnen nichts von dem Portal erzählt, das uns angreifbar gemacht hat. Aber eigentlich wäre es Ihr Job gewesen, unsere Schwächen aufzudecken und zu beseitigen. Ich brauche Truppen, auf die ich mich verlassen kann. Und ich dachte, das wäre bei Ihnen der Fall. Ich habe Sie engagiert und Ihnen vertraut, obwohl andere mir davon abgeraten haben. Frank wollte, dass ich ein privates Militärunternehmen wie Bell Tower Associates nehme. Vielleicht hätte ich das tun sollen. Neue Konzentration. Boss, ich glaube, wir kommen gerade etwas vom Weg ab. Wenn ich diesen Krieg für Sie gewinnen soll, muss ich wissen, welche Informationen der Feind erhalten hat. Ich muss den Inhalt des Datenstroms kennen, falls darauf zugegriffen wurde. Verstehe. Ich vermute, dass Sie das versucht haben könnten. Na los, dann erzähl es uns. Hören Sie, ich werde Ihnen nicht den gesamten Inhalt dieser Daten mitteilen. Es gibt Dinge, die ich als Präsident dieses Unternehmens nicht offenlegen kann. Nicht einmal Ihnen, Frank oder Athena. Ich betrachte alle hier als Team, aber jeder muss dabei seine Funktion erfüllen. Na los. Ich entscheide, wem was anvertraut wird. Und in diesem Fall müssen Sie Ihre Arbeit eben machen, ohne alle Fakten zu kennen. Megan sagte, Sie seien anpassungsfähig. Beweisen Sie das. Da fuck. Megan? Boss, was hat denn Megan damit zu tun? Ich dachte, wir reden über ein Sicherheitsproblem. Nein, Adam. Ja. Sie haben darüber geredet. Ich habe gesagt, es ist an der Zeit, nach vorn zu schauen. Im Ernst. Die gesendeten Daten werden niemandem schaden. Es handelte sich um Routineinformationen, mit denen ich mich nach einem Gespräch mit Megan vertraut machen musste. So etwas kommt ständig vor. Und selbst wenn sie jemand wirklich in die Finger bekommen hätte, ich hab ne Vermutung, könnte er damit nichts anfangen. Ich sage Ihnen, es ist alles in Ordnung. Das können Sie mir glauben. Ich habe eine Vermutung. Okay, ich würde gern... Ich werde einfach Ihnen in dieser Sache zu vertrauen, Boss. Aber zum Vertrauen gehören immer zwei. Und so wie Sie dieses Gespräch bisher geführt haben, beschleicht mich das Gefühl, dass Sie mir nicht vertrauen. Warum, tja, Boss? Was darf ich nicht erfahren? Um dürfen geht es überhaupt nicht, Adam. Aber ich lasse mich nicht wie einen Verdächtigen behandeln, den Sie gerade auf der Straße verhaftet haben. Sie sind kein Polizist mehr. Sie arbeiten für mich. Vergessen Sie das nicht. Ja, okay, dann hören wir jetzt auf, wenn jetzt mal eine gute Variante kommt. Sind wir damit fertig? Wir müssen nämlich noch unsere nächsten Schritte besprechen. Na los. Na los. Hier, der ist für Sie. Ein Firmenausweis mit Ihren biometrischen Daten. Das Flag-Routing ist so manipuliert, dass Sie ohne Probleme nach Hengsha kommen. Sie schicken mich nach China? Was ist mit FEMA? FEMA hat mit dieser Sache nichts zu tun, das können Sie mir glauben. In China werden wir mehr Glück haben. Wie können Sie das sagen? Ich habe gesehen, wie der Mistkerl, der Megan umgebracht hat, seine Männer aus dieser Anlage abgezogen hat. Einer von denen liegt wegen mir tot in dem unterirdischen Depot. Das weiß ich, Adam. Frank hat das alles überwacht. Deshalb weiß ich auch, dass Ihnen dieser Mann vor seinem Tod eine Adresse in China gegeben hat. Ich will, dass Sie das überprüfen. Aber das ergibt keinen Sinn. Hören Sie, Adam. Es gibt einen Grund für die Angriffe auf dieses Unternehmen. Sie glauben, dass es mit dem Taifun zu tun hat oder mit einem anderen streng geheimen Militärprojekt, von dem ich Ihnen nichts erzählt habe. Der Gedanke ist mir tatsächlich gekommen. Er ist aber falsch. Die Arbeit von Megans Team, bevor sie alle getötet wurden, sie hat neu definiert, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Dieses Unternehmen, Seraph Industries, stand kurz davor, die Menschheit zur nächsten Stufe ihrer Entwicklung zu führen. Selbstbestimmte Evolution. Ist Ihnen klar, welche Ängste das bei manchen auslösen kann? Sicher. Das ist vielleicht Und mir ist auch klar, wie lukrativ es für andere wäre.
Für mich ging es dabei nie um Geld, Adam. Aber Sie haben recht. So manch einer da draußen sieht das vermutlich völlig anders. Ich sehe das, aber... Ich hoffe, dass Sie die Antwort darauf in China für uns finden. Also los. Farida macht den Hubschrauberstart klar. Ich hab so eine böse Vorahnung, ganz ehrlich. Ich ahne, dass es doch um diese dass es darum geht, Megans Team auszuschalten, weil sie in eine andere Richtung gegangen ist, wie David es wollte. Und deswegen musste sie leider dran glauben. Und außerdem, wir sind jetzt ein Kampfroboter, hallo? Wie geil sind wir denn jetzt? Es ist auch noch so ein Grund, was ich mir vorstellen kann, weswegen der Angriff von ihm geleitet werden konnte. Hi. Ich habe vorhin William Taggart im Gebäude gesehen. Der Typ hat echt... Und deswegen bin ich echt etwas verwirrt gerade, muss ich sagen. Taggart kann ich nochmal ansprechen. Hallo Taggart. Okay, dann scheiß halt drauf. Dann gehen wir halt nach China, Baby. Ab nach China. Hey Jensen. Der Boss hat schon gesagt, dass Sie auf dem Weg hierher sind. Hengshaw wird Ihnen gefallen. Hoffentlich. Sie kennen es. Hab da gelebt. Ich habe 3 oder 4 Jahre in der Upper City gearbeitet. Und nachts hatte ich in der Lower City meinen Spaß. Sind Sie bereit? Den Satz höre ich ganz schön oft. Warnung, nicht beendete Nebenmission. Wir haben ja schon alle Nebenmissionen gemacht. Der Flug oder der Spaß danach? Keine Sorge, bis Sie es merken, sind wir schon da. Steigen Sie ein. Okay, dann los. Gott. Das wird echt ein Spaß. Vor allem, weil ich jetzt noch ein paar Sachen gleich verkaufen werde. Aber wir sind jetzt erstmal aus Detroit raus und wir sind jetzt in Shanghai. Sie sind an sieben, ja, okay. Vielleicht kriegen wir ja noch eine schöne Mission. Also finden noch ein paar Missionen. Würde ich mir stark hoffen, weil ich mache jetzt wie immer. Jetzt mache ich erstmal Nebenmissionen, die mir so auffallen. Wer denn in China mit Chiang Lai und so. Boah, das Wasser sieht ja mal absolut fett aus. Jensen, Sie sollten sich bereit machen. Wir nähern uns dem Juwel des Yangtze. Yangtze. Sag mir irgendwas. Aber ich werde erstmal den... Und da drin soll ich Antworten finden. Ach du Scheiße. Doppelt so viel Abschaum auf halb so viel Raum. Festhalten, wir fliegen rein. Ach du Scheiße. Die Adresse, die Sie von...